Oh, hallöchen Freunde. Ich habe gerade in der Zeitung geguckt, was es denn so schönes Neues im Angebot gibt, was man sehr gut verkaufen kann. Da ist mir so ein toller Fernseher eingefallen oder aufgefallen und den klauen wir heute. Und damit willkommen zurück zu zum Einbrecher-Simulator, ja, zum Thief-Simulator. Falls ihr euch fragt, warum jetzt an dieser Stelle das hier kommt und nicht Donkey Kong Country 3, weil ich in Donkey Kong Country 3 alles von vorne spielen muss. Und darauf habe ich kein Bock. Das ist ein schönes Bild. Gut, wir müssen Juwelierswerkzeug, stimmt, das haben wir kaputt gekauft, ne? Ja. Erlauben dir Schmuck vor dem Verkauf zu zerlegen. Das ist doch schön. Stehl Schmuck aus der 107. Aber ich glaube, wir hatten noch einen Auftrag. Ach, guck mal. Nix. Wir hatten noch einen Auftrag. Irgendeinen anderen Auftrag hatten wir noch, oder? Ich gucke jetzt mal bei der 107. Das waren doch die Johnsons, oder? Das habe ich jetzt gekauft. Die Wilsons. Die Wilsons. Soll ich mir das mal kaufen? Nee, ich kann mir das gar nicht kaufen. Hier haben wir auch noch was. Ach, das habe ich mir alles schon gekauft. Okay. Wir müssen Toilette kaputt machen, Fenster kaputt machen im zweiten Stock und Weingläser. Was mir letztens erst aufgefallen ist, ich kann Ziegelsteine vom Boden aufheben und die gegen Fenster werfen. Und muss das Fenster nicht zwingend mit meiner Brechstange kaputt machen. Okay, wir fahren einfach mal dahin, würde ich sagen. So, 107. Ich kann ja mein Auto bewegen, wenn ich gegenlaufe, mein Gott. Was bin ich für ein Block? Es geht los. Ja, es geht los. Immer wieder. Da hinten muss ich hin. Guck mal, da steht ein Parkplatz schon genau davor. Das ist doch fantastisch. Besser kann es doch schon mal gar nicht laufen. So, wir parken erstmal schön hier. Und dann gucken wir mal. Das ist das Haus, ne? Jetzt muss ich gucken. Liegen hier irgendwo Ziegelsteine vom... Das sind doch Ziegel, ne? Kann ich nicht irgendwie einen rausnehmen? Ich hab was. Das ist doch bei meinen Skills, ne? Übrigens, ach, das muss ich jetzt als nächstes alles lernen, ne? Das war Beweglichkeit 1. Ziegel werfen. Das sind für mich keine Ziegelsteine. Jetzt läuft davor natürlich genau jemand. Jetzt muss ich gucken, dass ich auch schön dahin werf. Perfekt. Guck mal, hat niemand gemerkt. Ist da überhaupt jemand so? Hä? Das Fenster ist ja noch ganz. Da steht ein Gartenzwerg. Ach, guck mal, da kann ich rüber. Gehen wir mal direkt rüber. Wie ducke ich mich nochmal? Ich habe die Steuerung verlernt. Ich muss was. Da läuft ja jemand. Hallo? Guck mal, da liegt der Ziegelstein. Beweise vernichten. Weg damit. Weg damit. Kannst du ihn mitnehmen? Oh. Da läuft ja jemand. Wohnt der hier? Leave Mud here. Ich hab kein Mud an den Füßen. Mach das schnell auf. Okay, ich glaube, es ist niemand da, sonst hätte man das gehört. Perfekt. Nimm das Geld. Das Problem ist, ich weiß nicht, wann die nach Hause kommt. Wer hat mich denn jetzt gesehen? Ach, da die stehen im Garten. Wie komme ich denn hier raus? Verdammt. Steig aus! Ist mir doch egal, ob ich von einem Mieter gehört werde oder nicht. Ich guck nur von außen, ja? Da ist einer. Warum kann ich denn diese Person nicht markieren? Okay. Routine des Bewohners. Jetzt ist nur sie da. Nur sie, da hinten ist auch mein Auto.
Wie komme ich denn jetzt da rein? Die steht genau vor der Tür. Verdammt, jetzt kommt da jemand. Wie komme ich denn da rein? Ach, guck mal, da sind die Weingläser. Okay, die geht jetzt da hinten hin. Jetzt kommen da noch mehr Leute. Jetzt steht die genau da vorne. Was ist da denn? Ach so. Okay, die sind da vorne weg. Ich will raus. Was ist denn das? Hi. Okay. Alter, die tarnt sich im Gebüsch. Hinter Baum. Okay, wir machen das jetzt folgendermaßen. Verdammt, jetzt steht die wieder auf. Ich werfe nochmal so einen Stein. Dann kann ich einen Stein an den Kopf werfen. Okay, geh rüber, geh rüber. Da, die steht genau vorn dran. Da ist ja auch eine Tür. Ach, da ist sogar ein Radio. Du pennst erstmal. Und zwar bis um 22 Uhr. Es ist noch nicht 22 Uhr. Aber okay. Du steigst wieder ein und fährst dahin, guckst, ob jemand zu Hause ist. Parken. So. Guten Morgen. So, nachts sind ja hoffentlich nicht so viele unterwegs. Und hoffentlich lauern die nicht im Garten dann rum. Dieser Gartenzwerg hat mich wahrscheinlich noch gesehen. Fenster kaputt machen. Hä? Es ist möglich, über die Ranken in den zweiten Stock? Sie lassen das Fenster offen? Wer ist das? Wo ist der Stein hin? Da oben ist jemand. Büro, Schlafzimmer 2, Schlafzimmer. Ach, guck mal, da steht sogar, wo die sind. Dann warte ich jetzt einfach mal noch ganz kurz. Ich steige schon mal hier ein. Was macht der da oben? Ach so, nee. Unbekannt, unbekannt. Das sind nur 2 Stück. Der eine ist da oben, habe ich gesehen. Ich hoffe nicht, dass die nachts im Garten rumlungern. Wie komme ich denn in den zweiten Stock? Was haben wir denn hier Schönes? Das nehme ich mal mit. Das nehme ich mal mit. Das auch. Eins reicht aber. Wie komme ich in den zweiten Stock? Toilette kaputt machen und den Schmuck klauen. Wie viele Türen haben die denn? Ach, das ist ja von dem anderen Haus. Komme ich hier rein? Die sind im Haus, aber ich hoffe, die schlafen. Ich muss natürlich nach oben. Oh, ich nehme die Mikrowelle mit. Und eine Kaffeemaschine. Die sind meistens da, wo das Licht an ist. Das ist halt jetzt in dem Fall da oben. Ganz langsam. Wir machen ganz langsam die Tür zu. Duscht hier jemand? Nein. Okay. Mach Klo kaputt. Muss ich genau daneben? Lauf, lauf.
Wollte gerade sagen, die haben mich noch nicht gesehen. Verdammt, die kommen von da. Ich muss raus. Ich wollte eigentlich zum Fahrzeug, wollte dann kurz einfach nur schlafen, aber die stehen genau da. Aber komm, die liegen genau nebendran. Was soll ich denn da tun? Das war nicht so gut. D. XP 0? Kannst gerade wieder... Moment. Ich packe hier mal so ein paar Sachen gerade ins Lager rein. Für was haben wir das Ding denn? Und die Taschenlampe packe ich auch da rein, weil die brauche ich nicht. Brechstange, natürlich brauche ich das. Schlüssel zur Eingangstür, Kletterhandschuhe. Das brauche ich ja alles immer. Aber das Radio kommt mal da rein. Die Kaffeemaschine kommt mal da rein. Das Noke kommt da rein. Und die Mikrowelle auch. Der Esstisch auch. Wein. Ich habe nur gerade Essen. Neuer Versuch. Ich muss nur noch den Schmuck stehlen. Moin. Warum laufen Sie denn um 3 Uhr nachts hier rum? Was machen Sie denn für eine kranke 3-Nacht-Challenge schon wieder? Gucken Sie keine Rebecca Wing-Videos, dann passiert sowas auch nicht. So, wir parken ganz genüsslich. Ich bin zum Stillstand gekommen, Monsieur. Bam. Es ist 3... Jetzt laufen die auch noch da rum. Okay, die sind da also zu Hause, ja. Dann, wo ist mein Auto? Ich war doch gerade noch hier am Parkplatz. Würde ich sagen, ich schlaf bis um... 6 Uhr? Wo sind sie? Ich weiß es nicht. Im Garten? Warum muss ich die denn immer wieder neu? Ich muss da oben rein. Die sind gleich nicht zu Hause. Sieht mich hier jemand? Ich verstecke mich so lange in der Mülltonne. Jetzt sitzen die da. Der eine geht schon mal aus dem Haus raus. Weißt du was, ich bleib hier. Das sind doch super Texturen. Okay, er geht, oder? Was macht denn der da? Streichelt der noch seine Katze oder was? Jetzt setzt er sich wieder hin. Sir, Sie müssen gehen. Und zwar genau... Jetzt. Sehr gut. So, zuerst oben das Clown jetzt. Bevor die wiederkommen. Wo ist das Ding? Hier kann man sich verlaufen. Die Gitarre nehmen wir mit. Mach die Tür auf. Falsches Zimmer. Das war doch hier. Ach so. Schmuck. Was ist das? Den Wecker nehmen wir auch mit. Da haben wir nichts. Da haben wir auch nichts. Die Topfpflanze ist nichts wert. Nix. Was ist das? Smartphone. Nehmt das mit. Da ist noch eine Maus. Können wir auch mitnehmen. Ich habe die gleiche zu Hause. Bücher. Wer will Bücher? Psst. Okay, ich habe eigentlich jede Menge Zeit. Lampe kann ich nicht mitnehmen. Den WLAN-Router. Haben sie kein Internet mehr. Internet. Noch ein Smartphone. Sogar die Bibi. Blume. Ich kann das nicht mehr mitnehmen. Toilette haben wir noch. Hab ich sonst noch irgendwas? Klopapier ist sehr wichtig. Boxen brauche ich nicht. Okay, ich gehe nach Hause. Steht nicht. Moment, haben wir hier noch? Ich kann das nicht öffnen. Ab zum Parkplatz. Schön, na, Sie machen es richtig. Schön, natürlich über den Zebrastreifen. Gehen, ich blockiere nicht den Verkehr. Steig ein. Ich überfahre jetzt noch jemand. Man muss wirklich gucken, immer die Bewohner markieren und gucken, wann die hier rauskommen. Da liegen auch die Ziegelsteine. Jetzt habe ich sie gesehen, okay. Nach Hause erstmal auf BlackBerry alles verkaufen, weil ich glaube, da gibt es noch ein bisschen mehr Asche als bei Alfred im Pfandhaus. Ich muss noch mal zum Schrottplatz. So, wenn das kein S+ ist, weiß ich auch nicht.
Ja, oder S mit Ausrufezeichen. So, und ich habe sogar noch ein neues Level erreicht. Und einen neuen Winnie-Anruf habe ich auch erreicht. Always remember.